Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Ich möchte Ihnen heute in einer virtuellen Leseprobe das Jugendbuch Das Geheimnis der falschen Würfel von Klaus W. Hoffmann und Elke Banach vorstellen. Das Buch ist im Leipziger Kinder-Jugendbuchverlag Lüscherz Verlag erschienen. Hardcover, 182 Seiten. Zur Ausstattung gehört ein Lesebändchen, was als Lesezeichen ganz gut geeignet ist. Thomas Leibe hat das Cover gestaltet, das Coverbild. Man sieht hier eine Szene aus dem Plot. Da sind die drei Hauptfiguren zu erkennen. Das Geschwisterpaar Konrad und die 13-jährige Anna sowie ihre Cousine Barbara aus Wittenberg. Die Geschichte spielt im Zittau im Jahre 1522 in den reformatorischen Unruhen. Zum Ende des Buches gibt es ein ausführliches Glossar, was ich hier nochmal zeigen möchte. Da sind Begriffe, Ereignisse, Personen nochmal gut erklärt und Porträts sowie Abbildungen von Kelchen oder Münzen, Holzstiche illustrieren noch einmal die Fakten und Personen und man kriegt damit auch nochmal einen guten Eindruck über die Zeit. Mehr Informationen zu dem Buch, zum Plotaufbau, zur Sprache und wie ich es bewertet habe, finden Sie in dem dazugehörigen Blogpost auf kinderbibliothek.blogspot.de. Und jetzt möchte ich Ihnen eigentlich noch ein Stück vorlesen, damit Sie noch einen lebendigen Eindruck von dem Buch bekommen. Die Szene spielt ganz am Anfang des Buches. Es geht hier darum, dass Anna vor dem Fastentuch in der Klosterkirche vor der Bibelstunde für ihren kranken Bruder Veit betet und von zwei Männern überrascht wird. Sie kann sich glücklicherweise ganz schnell noch gut verstecken und die Männer stehlen Diebesgut aus der Klosterkirche, zerstören den Altar und versuchen das Fastentuch anzuzünden. Nachdem die zwei Räuber wieder verschwunden sind, schafft Anna es, den Brand schnell zu löschen. Und nun erscheint ihr Bruder Konrad und fragt sie, was passiert ist. Anna bebte noch am ganzen Körper. Konrad bemerkte es, nahm sie in den Arm und strich ihr beruhigend über den Kopf. Dann ging er mit seiner Kerze zum Fastentuch. Anna folgte ihm. Auf dem Boden lag das teilweise verbrannte Stroh. Gut gemacht, kleine Schwester, lobte er. Wenigstens das Fastentuch ist uns erhalten geblieben. Hast du den Brandstifter erkennen können? Anna schüttelte den Kopf. Nein, er trug einen dunklen Mantel und eine Kapuze. Sein Komplize auch. Obwohl er eine Kerze angezündet hatte, konnte ich das Gesicht des Brandstifters nicht sehen. Er hatte die Kapuze tief ins Gesicht gezogen und drehte mir meist den Rücken zu. Hat er dich gesehen? Ich glaube nicht. Ich hatte mich gut versteckt. Vielleicht einer dieser beiden Männer, der Prediger. Du meinst den Reformator Laurentius Heidenreich? Aber warum? Anna nickte zögernd und sagte dann: Ja. Der hat doch am Sonntag in der Johanneskirche gepredigt, dass Bilder, Statuen und Kruzifixe aus den Kirchen verschwinden sollen. Das sei alles Gaukelzeug und Gottesdienst. Außerdem forderte er, dass die katholischen Klöster geschlossen werden sollen. Das hat Vater erzählt, stimmte ihr Konrad zu. Aber ich glaube nicht, dass dieser Heidenreich der Brandstifter war. Er würde sich bestimmt nicht selbst die Finger schmutzig machen. Du meinst, er hat also jemanden angestiftet? Fragte Anna. Das traue ich ihm zu, antwortete Konrad. Als wir Pater Antonius eben in der Sakristei gefunden haben, sagte er, dass er die Eindringlinge nicht erkennen konnte. Sie hätten aber wie Teufel gerochen. Wie Teufel? Fragte Anna erstaunt. Ich weiß nicht, wie Teufel riechen, gestand Konrad, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden Männer aus der Hölle kamen. Vielleicht waren es Gerber. Gerber? Fragte Anna. Die riechen doch nicht wie Teufel. Die riechen aber auch sehr streng, erwiderte Konrad. Nicht nach Schwefel, aber nach Lohe. Anna schaute ihren Bruder mit einem skeptischen Blick an. Soweit
die Leseprobe aus dem Buch. Wer, wie gesagt, mehr wissen möchte, der kommt zu mir auf meinem Blog. Ich empfehle auf jeden Fall, das vorab sei schon hier verraten, das Buch mit 5 Sternen. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Wenke Bönig.